Hallo und herzlich willkommen zu Bild Live. Ja, wir wollen Sie jetzt gleich mit in den Wald nehmen, live auf einen Waldspaziergang, wo Sie auch einiges über die Natur lernen können. Aber ich stehe ja hier im Studio, das heißt, ich werde Ihnen nichts beibringen über den Wald, sondern Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohlleben. Er ist auch ein Buchautor, hat Bestseller geschrieben und er wird uns gleich einiges über den Wald verraten. Er ist mir jetzt live zugeschaltet aus Wershofen, das liegt in Rheinland-Pfalz. Herr Wohlleben, hallo aus dem Wald. Ja, genau, hallo aus dem Wald. Also wir haben gutes Wetter mitgebracht, gute Laune und natürlich auch einen schönen Wald. Und ich freue mich, dass wir jetzt viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die mit mir durch diesen wunderschönen Wald spazieren. Herr Wohlleben, vielleicht können Sie auch mal sagen, der Wald gilt ja oft als der Ort der Stille, wo man sich zurückziehen kann. Kann er denn auch unterhaltsam sein? Der Wald kann auf jeden Fall unterhaltsam sein. Also zum einen muss man gar nicht so leise sein. Also man soll sich gerne auch untereinander unterhalten, weil die Wildtiere dann sofort wissen, hey, da kommen keine Jäger. Das sind ganz entspannte Waldspaziergängerinnen und Spaziergänger. Und auf der anderen Seite kann man im Wald irre viel erleben. Also man kann zum Beispiel mal einfach die Blätter probieren. Ne? Von verschiedenen Baumarten. Buchen zum Beispiel, sehr, sehr lecker, leicht säuerlich. Kann man übrigens auch einen tollen Salat draus machen. Also im Wald ist richtig was los. Und das ist auch wirklich ungefährlich, was Sie da gerade gemacht haben? Oder kann man auch irgendwie ein giftiges Blatt erwischen? Nein, natürlich nicht. Also Eiche, Buche, Ahorn, Birke, Hainbuche, das kann man alles durchprobieren. Es gibt wenig giftige Bäume, die gibt es allerdings. Ne? Also Eibe zum Beispiel. Also man sollte sich schon ein bisschen auskennen. Aber die wichtigsten heimischen Laubbäume sind ungiftig. Und das macht unheimlich Spaß, das mal mit verbundenen Augen zu probieren und Baumarten herauszuschmecken. Das ist wirklich cool. Okay, also ich habe schon gehört, man soll ein bisschen Kenntnisse haben, weil wenn man jetzt kompletter Laie ist, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, die Baumarten zu unterscheiden. Aber das können Sie uns ja vielleicht gleich erklären. Vielleicht können Sie uns noch sagen, warum sind Sie so fasziniert vom Wald? Also das hier ist unser natürliches Ökosystem. Das ist eben nicht zu Hause vor dem Computer. Ne? Also auch so schön, wie es ist, wenn jetzt viele dort zuschauen. Eigentlich ist das hier das, wo wir seit 300.000 Jahren optimiert wurden für diesen Lebensraum. Und das ist genau der Grund, warum wir hier aufatmen, warum wir uns hier wohlfühlen. Und das ist das, was auch meine Faszination ausmacht. Ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt einiges lernen. Dann können Sie es ja gerne jetzt mal mitnehmen durch einen Waldspaziergang. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Alles klar. Gut, wir fangen mal an bei diesem Baum hier. Das ist eine alte Buche, ungefähr 200 Jahre alt. Und die Frage ist, wie kommt eigentlich das Wasser von unten nach oben? Die Frage stellt sich ja kaum jemand. Das sind riesige Drücke, die da aufgebaut werden müssen. Und da gibt es unheimlich tolle Erklärungen, zum Beispiel, dass wenn die Blätter Wasser verdunsten, dass dann im Stamm ein Unterdruck entsteht, da geht ja Wasser verloren, und dann saugt das das Wasser nach. Man sagt, naja, aber der höchste Wasserdruck im Baum ist, bevor die Blätter austreiben. Der hat jetzt schon wieder nachgelassen. Also ist nichts mit Verdunstung. Auch die anderen Erklärungen, zum Beispiel, dass man sagt, das sind Kapillarkräfte. Also das ist das, was im Strohhalm die Flüssigkeit so ein bisschen nach oben zieht. Wie würde das schaffen? Naja, also je enger die Röhre, desto höher steigt das. Und das Engste, was man schafft, schafft 2 Meter. Dann dürfte dieser Baum nicht höher als 2 Meter sein. Erklärt es also auch nicht. Nein, also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Bäume nachts ein ganz klein bisschen schrumpfen, dann aber auch wieder auseinandergehen und dann wieder schrumpfen, auseinandergehen und das so im Rhythmus von 3 bis 4 Stunden, also im 0, irgendwas Millimeter Bereich. Und möglicherweise ist das so etwas wie ein Herzschlag der Bäume, also eine Pumpbewegung. Das weiß man aber noch nicht so ganz genau, das ist eine Arbeitshypothese. Also es ist super spannend, man kann das nicht gut entdecken, weil Bäume halt so langsam sind. Also ein Herzschlag pro 4 Stunden ist halt auch verdammt lahm, muss man sagen. Übrigens stellen wir uns Bäume total falsch vor. Also das, was wir hier oberirdisch sehen, das ist eigentlich nur eine Ausstülpung, das Ernährungsorgan. Also der Stamm mit den Solarzellen, der sorgt eigentlich dafür, dass Zucker produziert wird, Nahrung produziert wird. Für wen? Für die Wurzeln. Also der eigentliche Baum, der sitzt hier unten drin, unter der Erde. Ne? Da an den Wurzelspitzen, die sieht man jetzt hier gar nicht, da sitzen gehirnähnliche Strukturen. Da forscht übrigens der Professor Franziszek Waluska in Bonn dran. Gehirnähnliche Strukturen mit elektrischen Prozessen, chemischen Prozessen, teilweise sogar denselben Molekülen wie bei uns im Gehirn. Da verarbeitet der Baum Reize, ja, so kann man das nennen. Wir würden sagen denken, aber das darf man ja bei Pflanzen nicht sagen. Also eigentlich steckt der mit dem Kopf im Boden. Der steht genau andersrum. Und wenn wir einen Baum sehen, die Baumkrone, dann denken wir immer, das ist der Kopf. Nee,
Und das ist eigentlich sowas wie der Magen. Es kommt einem dann ein bisschen merkwürdig vor, so ein bisschen Vogelstrauß. Aber ja, der eigentliche Baum sitzt im Boden und das, was wir sehen, ist eben nur die halbe Wahrheit. Aber immerhin, ist eine schöne halbe Wahrheit. Gut, ich würde sagen, wir laufen mal ein paar Schritte. Ah, wir schauen mal gerade. Wir haben hier vorhin, als wir mal geschaut haben, wo wir langlaufen können, eine Zecke gesehen. Ich gucke mal, ob sie noch da ist. Ich weiß gar nicht mehr, welcher kleine Baum das hier war. Ah, hier haben wir sie. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Die sitzt hier drauf. Ne, das kleine Scheißerchen, also möchte ich jetzt mal sagen, da. Ne, und breitet die Ärmchen aus. Sieht man ganz deutlich. Sie richtet sich jetzt in meine Richtung und macht sich reisefertig. Ne, und diese Zecke hat mich gerochen, obwohl ich mich gewaschen habe, hat die mich gerochen. Oder vielleicht gerade deswegen. Die merkt die Erschütterung, die riecht das Kohlendioxid in der Luft, breitet jetzt die Arme aus und lässt sich abstreifen. Ne? Und warum in dieser Höhe? Weil die hat es natürlich eigentlich auf Rehe abgesehen, nicht auf mich. Deswegen, also wenn ihr durch den Wald geht, dann schaut ihr immer an der Hose am besten, mal so in der bis Kniehöhe. Ne? Also Leute, die etwas kleiner sind als ich, vielleicht ein bisschen weiter oben. Wenn ihr durchgegangen seid, weil die Zecke, die lässt sich jetzt abstreifen und möchte eigentlich bei einem Reh mitreisen. Jetzt bin ich kein Reh, jetzt bin ich quasi ein Fehlwirt für die Zecke. Der ist das egal, die sucht irgendwas Warmes, wo sie Blut saugen kann. Und das bin in dem Fall ich. Also das ist das Einfachste, Zecken loszuwerden. Kurz, wenn man mal so querfeld eingelaufen ist, was man ja darf in Deutschland, dann mal kurz vorne an der Vorderseite schauen, hat sich da eine Zecke fallen lassen, dran heften lassen. Wenn man da zu lange wartet, dann wandert die halt in warme Hautfalten. Ne? Das ist dann oft so im Unterleibsbereich, auch nicht gerade sehr angenehm. Aber wenn man die direkt abstreift, also ich würde mal sagen, 99% der Zecken erwischt man damit. Man muss man auch nicht so eine große Sorge haben, wenn man durch den Wald läuft. Also immer, wenn man auf den Weg kommt, mal kurz wieder nachschauen. Und dann hat sich das eigentlich. Gut. Ups. Schau mal, was dieser Wald noch so zu bieten hat. Wir sind hier also in einem heimischen Laubwald. Der ist nicht gepflanzt worden. Der ist schon sehr alt. Also die Bäume hier, die sind bis zu 200 Jahre und älter. Und hier ist es kühl. Übrigens auch im Sommer ist so ein Wald, das hat deutsche Forschung ergeben von verschiedenen Instituten, ist solch ein Wald bis zu 15 Grad kühler als eine Stadt wie Berlin zum Beispiel. Zwar im Schnitt der Sommermonate, mittags im Schnitt 15 Grad kühler. Haben die über 15 Jahre gemessen per Satellit. Wie schafft so ein Wald das? Das schafft er, weil die Bäume gemeinsam schwitzen. Machen die jetzt auch schon. So eine große ausgewachsene Buche verdunstet am Tag bis zu 500 Liter Wasser. Und das macht den Wald kühl. Also wenn ihr in einen Wald reingeht, es ist dort nicht kühl wegen dem Schatten. Das kann man sehr schön mal verifizieren. Spannt mal an einem heißen Sommertag einen Sonnenschirm auf der Terrasse auf. Unter diesem Sonnenschirm ist es zwar schattig, aber trotzdem sehr heiß. Und wenn ihr in so einen Wald geht, da ist es richtig kühl. Und das macht die Verdunstung. Das gemeinsame Schwitzen der Bäume, das kühlt den Wald richtig schön runter. Übrigens hält so ein Wald auch wahnsinnig die Feuchtigkeit. Und wir greifen hier mal rein. Hier hat es zwar geregnet, aber leider nicht so sehr viel. Und wenn man sich das hier anschaut und geht hier in den Boden rein, dann sieht man hier im Boden drin, auch in etlichen Zentimetern Tiefe, ist es richtig, richtig, man sieht es an meinen Händen verschmiert, richtig feucht. Also richtig kühl, richtig feucht. Also so ein Boden speichert wahnsinnig viel Wasser, eben durch das geschlossene Blätterdach, durch diese Kühle, durch dieses viele vermodernde Totholz, was hier überall rumliegt. Ne? Also hier haben wir das zum Beispiel, sieht man das ganz gut. Was man übrigens noch sehr, sehr schön sieht, hier bei diesem Totholz, das ist eben nicht verkohlt. Ne? Das sieht so schwarz aus, da denken viele Leute, ah, hier war ein Waldbrand. Nein, das sind Pilze und die Pilze, die kämpfen gegeneinander. Hier sieht man das zum Beispiel schön. Hier haben wir eine Pilzart. Und hier haben wir eine Pilzart. Und die sind getrennt durch so eine kleine schwarze Linie. Und diese schwarze Linie, das ist sozusagen die Kampflinie zwischen den Pilzen. Also man sieht es ganz, ganz schwach, aber das grenzt das so scharf ab. Und diese Linie, das sind, glaube ich, so Eiweiße, da siedeln sich Bakterien an, die machen das so schwarz. Und deswegen sieht man die Kampflinie dieser zwei verschiedenen Pilze, die das Totholz hier abbauen. Also letztendlich sind das alles Kampfspuren, die hier das Holz so schwarz machen. Ach, hier haben wir noch was Schönes, mal ganz nebenbei. Also hier im Wald kann man sich gut ernähren. Das ist hier die Knoblauchrauke. Knoblauchrauke, die blüht so weiß jetzt aktuell. Und die Blätter, also ganz typisch, so herzförmig.
Wenn man die zerreibt, dann riecht man das schon. Mhm. Das riecht nach Knoblauch. Und die kann man auch essen. Ich esse jetzt hier nicht den ganzen Wald auf, keine Sorge. Aber im Wald kann man wirklich sehr, sehr viele Sachen essen. Und das hier ist was ganz Angenehmes. Das schmeckt aber nur frisch im Salat. Also wenn man das kocht, dann wird das bitter, wie ganz viele Wildkräuter. Aber so frisch im Salat ist Knoblauchrauke wirklich sehr, sehr lecker und ganz gesund und kostet nichts. Ja, vielleicht mal nebenbei. Es wird auch oft gefragt, muss man dem Wald helfen? Müssen wir Bäume pflanzen? Bäume pflanzen ist eine super tolle Idee, da wo kein Wald ist. Also auf dem Acker, auf einer Wiese, die man auch forsten möchte. Ne? Also dann bitte keine artenreiche Wiese, sondern eine artenarme. Da kann man den Wald vermehren, das wäre ganz toll. Aber im Wald selber braucht man das nicht machen. Selbst da, wo Fichtenplantagen, Kiefernplantagen jetzt absterben, braucht man es nicht. Die Natur ist vielfältig und die sprudelt nur so über. Wir gehen einfach mal ein bisschen runter und schauen uns mal an, was die Natur hier so macht. Und dann sehen wir hier auf kleiner Fläche, ne, haben wir hier Buchen, hier haben wir Ahorn, ne, hier haben wir Hainbuche, die sieht man an diesen hier knopfförmigen Erstlingsblättern, Hainbuche, Buche. Also wir haben allein auf diesem kleinen Fleck hier haben wir schon drei verschiedene Baumarten, die von ganz alleine kommen. Hier im gesamten Wald sind es noch viel, viel mehr. Die kommen alle von alleine und wachsen aber hier extrem langsam. Weil die Altbuchen das Licht so stark runterdrosseln, dass die kleinen Bäume eben kaum aus den Füßen kommen. Das sollen die übrigens auch nicht. Und zwar deswegen, weil nur Bäume, die in ihrer Jugend langsam wachsen, uralt werden können. Wir können ja mal gleich mal so ein bisschen was auszählen. Gehen wir mal an eine etwas andere Stelle. Schauen wir mal hier, was so kleine Bäumchen im Schatten machen. Suchen uns mal einen passenden raus. Hier haben wir einen, gehen wir mal gerade hier um die Ecke. So, dann schauen wir uns das mal an. Immer so ein Bäumchen. Ne? Und dann man kann, hier sieht man den frischen Jahrestrieb von diesem Jahr, der Jahrestrieb vom letzten Jahr. Dann kommt hier noch ein Trieb. Hier ist die Abzweigung. Da sind wir schon übrigens bei 5 Jahren alleine bei diesem Stück. Ne? Da geht das weiter. 6, 7, 8. Also das ganze Bäumchen hier, dieses kleine Bäumchen, das ist vielleicht so ja, 10, 15 Jahre alt. Und das ist schon vergleichsweise schnell gewachsen. Also viele kleine Bäume wachsen noch viel langsamer. Und das müssen die, wie gesagt, auch, weil nur wenn die Jugend langsam, gemächlich verläuft, können die uralt werden. Und so eine Baumjugend kann dann bis zu 300 Jahren dauern. Und die ältesten Buchen, die aktuell bekannt sind, die sind so um die 600 Jahre alt. Die ältesten Eichen über 1000. Dazu brauchen die so einen Jugendstart, ne? In dieser langsamen, feuchten, schattigen Umgebung. Und so ein Wald hält dann eben auch einen trockenen Sommer sehr, sehr gut aus. So, jetzt schauen wir uns mal diese komischen Flecken hier an den Bäumen. Also hier zum Beispiel haben wir eine Buche, die ist voller Moos. Und ich kriege oft die Frage gestellt, ist Moos nicht eigentlich was Schädliches für den Baum? Nee, so ein Baum, dem ist das Moos eigentlich völlig wurscht. Das Moos selber braucht Wasser und irgendwas, wo es drauf wachsen kann. Das kann ein Stein sein, ein Bordstein sein, das kann eine Dachziegel sein. Das kann aber auch ein Baum sein. Und zwar läuft hier an dem Baum Regenwasser runter. Warum? Es ist nicht bei jedem Baum. Also bei Fichten, bei Kiefern, bei Douglasien, also bei den allermeisten Nadelbäumen läuft am Stamm kaum Wasser runter und deswegen gibt es da auch kaum Moos. Hier bei den Laubbäumen, wenn wir mal so ein bisschen weiter reingucken im Bestand, dann sieht man das, dass sie die dicken Äste alle so trichterförmig nach oben stehen haben und das hat den großen Vorteil, dass wenn es regnet, das richtig eingesammelt wird, das Wasser, und das läuft gesammelt am Stamm runter. Und rauscht dann regelrecht hier den Stamm hinab und davon profitiert das Moos, weil es kriegt den ganzen Staub, das hat ja sonst keine Nährstoffe auf dieser Rinde, kriegt den ganzen Staub, das Wasser, alles mitgeliefert und kann dann hier super wachsen und gedeihen. Speichert auch Wasser, trägt ein bisschen was zur Luftfeuchtigkeit bei, also dem Baum schadet das überhaupt nicht. Übrigens, je älter der Baum wird, desto höher geht der Moosansatz. Also hier sieht man, das ist schon ein sehr, sehr alter Baum, auch wenn er nicht so dick ist. Und dann kriegt er eben hier auch eine Buche, eben so eine runzlige Rinde, genauso wie ich ja auch. Ich habe ja auch schon eine leicht runzlige Rinde. Und in diesen Falten wächst Moos besonders gut. Das ist übrigens der Unterschied zwischen der Buche und mir. Also ne, bei mir sieht man, ich habe eben kein Moos in meinen Runzeln, aber ich bin ja auch nicht so feucht um die Augen. Habe ich keinen Grund dazu. Apropos, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Ich glaube, es sind auch schon ein paar angekommen.
Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Wir sind ja hier im Wald, das ist alles nicht so ganz einfach, die Fragen einzuspielen. Dann würde ich die jetzt hier an der Stelle schon mal beantworten. Schauen wir mal, ob es klappt. Mal ganz gespannt, ob schon was reingekommen ist. Also falls noch nichts kommt, würde ich erstmal ein bisschen weitermachen. Ich höre noch nichts, sonst erzähle ich einfach noch mal ein bisschen was. Wir gehen einfach mal ein paar Meter weiter. Und weil wir jetzt so lange schon nichts zu essen hatten, müssen wir natürlich das nächste nehmen, und zwar Waldmeister. Also Waldmeister ist ganz gut zu erkennen mit diesen etagenförmigen Blättern und noch besser natürlich, wenn man den zerreibt. Ne? Also wenn man den zerreibt, dann hat man diesen typischen Waldmeistergeruch in der Nase. Das ist übrigens ein Alarmsignal. Frisches Gras, wenn ihr den Rasen mäht zum Beispiel, dann riecht das ja auch so würzig. Das sind alles Alarmsignale vom Gras. Achtung, Pflanzenfresser im Anmarsch. Also die versuchen, den Rasenmäher loszuwerden. Und so ähnlich ist das hier bei denen auch. Die sagen, das ist ein Alarmsignal, was in der Maibohle so lecker schmeckt. Ne? Das ist der typische Waldmeistergeruch. Sollte man machen oder kann man machen, bis der Waldmeister blüht. Hier fängt er übrigens auch schon an zu blühen. Wenn man mal hinschaut, sieht man diese weißen Waldmeisterblüten hier. Dann ist die Zeit eigentlich rum, um eine Waldmeisterbohle zu machen. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr erlaubt, sowas, zumindest gewerblich nicht mehr, weil das nicht so ganz gesund ist. Also die Kopfschmerzen, die resultieren in der Regel nicht von einem Glas zu viel Bohle, sondern von einem Waldmeister da drin. Deswegen ist mittlerweile der Waldmeister in kommerziellen Produkten künstlich. Na, damit das nicht passiert. So, wir schauen mal mit der Fragerunde, ob wir das eingespielt bekommen. Dann würde ich gerne noch mal ein paar Fragen beantworten. Mein Name ist Hans-Peter Etzold aus Andernach bei Koblenz und ich habe eine Frage an den Förster Wohlleben. Und zwar als Läufer, wenn ich durch den Wald laufe, da bin ich danach immer sehr entspannt und habe auch immer die besten Ideen und frage mich, ob das am Wald oder an mir liegt. Ja, also dann beantworte ich erstmal die erste Frage. Es ist wahrscheinlich an beidem, würde ich mal sagen. Ne? Also zur Entspannung kann der Wald nicht alles liefern, aber doch ein Teil. Und wir wissen mittlerweile, dass wir die Kommunikationsstoffe, so ähnlich wie gerade beim Waldmeister, auch von den Bäumen einatmen. Also Bäume kommunizieren über Duftstoffe. Es sind schon hunderte davon entdeckt. Ne? Die warnen sich vor Insektenattacken, vor Trockenheit. Vielleicht sind es auch Wohlfühlbotschaften dabei, das weiß man noch alles so nicht genau. Was wir aber genau wissen, ist, dass das wohltuend auf den Körper wirkt. Wir atmen das ein, das senkt den Blutdruck, das kann man messen. Das Immunsystem wird übrigens gestärkt, also diese Killerzellen, die sogenannten, die also Krebszellen bekämpfen, die steigen an der Anzahl. Und das Ganze führt dazu, dass wir uns entspannen und im Bewusstsein, das ist alles unbewusst, das kann man messen, aber das nehmen wir ja nicht wahr, im Bewusstsein kommt an, ach, hier ist es schön. Hier kann ich mich entspannen. Also insofern passt das ganz gut zum Empfinden. Kann man jetzt gerne die nächste Frage noch beantworten? Die zweite Frage oder die zweite Beobachtung. Ich bin auch als Teambuilding-Trainer, bin ich auch öfters mit Gruppen im Wald unterwegs. Und ich habe gemerkt, sobald die dann in den Wald gehen, da sind dann plötzlich alle Leute entspannt und fangen an zu lachen. Und ich kann mir es nicht, ich habe die Beobachtung gemacht, aber ich kann mir nicht erklären, woran es liegt. Und das hat mich schon immer interessiert, aber ich habe nie eine Erklärung gefunden, auch auf Google nicht. Und jetzt bei dieser Gelegenheit würde ich mich freuen, wenn der Förster eine Ahnung hat. Ja, da würde ich mich auch freuen. Also ein bisschen Ahnung habe ich. Das kommt in dieselbe Richtung wie die erste Frage, dass wir uns entspannen. Übrigens dazu trägt auch die Farbe Grün bei. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man im Krankenhaus liegt und auf einen Baum schaut, früher gesund wird, als wenn man zum Beispiel auf die nächste Hauswand schaut. Das ist eine rein empirische Studie. Also man weiß nicht, woran das liegt, aber die Vermutung liegt nahe, dass uns auch Grün entspannt, dass uns Bäume entspannen. Also es trägt alles zur Entspannung bei. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich vergleiche das jetzt mal mit Alkohol. Der entspannt ja auch. Und da wird auch viel gelacht, wenn man das trinkt. Also da gibt es eine ähnliche Wirkung wie bei Alkohol. Der große Unterschied, nach einem Waldspaziergang darf man auch Auto fahren. So, das schauen wir mal. Gibt es noch eine Frage? Hallo, lieber Herr Wohlleben. Wir sind große Fans von Ihnen. Das ist die Helene. Hallo. Und ich bin die Mama. Und wir gehen eigentlich jeden Tag in den Wald, weil wir den Wald so lieben.
Wir sind nämlich noch größere Fans vom Wald. Nun meine Frage. Was kann jeder Einzelne tun, um den Wald zu schützen? Und meine Frage, unser Wald ist krank und jetzt werden nach und nach ganz viele Bäume gefällt und rausgeholt. Der Wald ist schon ganz kahl. Und gäbe es nicht noch eine andere Lösung, schafft der Wald das nicht auch alleine? Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und genauso wie Sie sind. So haben wir Sie am liebsten. Bis Liebe dann. Grüße, tschüss. Tschüss, danke schön, danke für die Frage. So, also, die erste Frage ist, was kann jeder tun? Ganz klar, weniger Holz verbrauchen. Also Holz ist ein schöner Rohstoff, aber wie jede Rohstoffgewinnung auch belastet das halt die Umwelt. Also nicht eine Papiertüte statt einer Plastiktüte zu verwenden, sondern lieber eine Baumwolltasche, die man halt häufiger verwendet. Sowas zum Beispiel. Dann eine ganz einfache Sache ist, die Suchmaschine zu wechseln. Es gibt eine gemeinnützige Suchmaschine Ecosia, die pflanzt für so und so viele Suchanfragen Bäume. Also muss man es gar nicht selber machen. Die renaturieren Wälder dort, wo sie verschwunden sind, zum Beispiel auf Borneo oder an der Küste Brasiliens. Also ein ganz, ganz tolles Projekt. Das kann man machen. Also ansonsten, wie gesagt, alles, was dem Klimaschutz dient, dient automatisch auch dem Wald. Und die zweite Frage, man hackt jetzt überall diese sterbenden Plantagen ab. Muss das sein? Nein, ganz im Gegenteil. Also wir haben zusammen mit 70 Expertinnen und Experten gefordert an das Landwirtschaftsministerium, an Julia Klöckner, bitte das nicht mehr zu subventionieren, weil auch tote Bäume werfen Schatten, auch tote Bäume speichern Holz und darunter explodiert die Vegetation. Es gibt schöne Beispiele aus dem Nationalpark Eifel, macht man das seit 50 Jahren. Dort sind auch diese Plantagen gestorben und da steht jetzt ein wundervoller neuer Wald, der sehr, sehr stabil ist. Also von daher ist es so, sollte man diese Sachen stehen lassen und eben nicht fällen. Ich glaube, das waren die Fragen soweit. Ich weiß nicht, ob sonst noch was reingekommen ist. Sonst würde ich einfach noch mal ein bisschen was hier aus dem Wald zeigen. Ja, ich glaube, wir gehen weiter. Und zwar schauen wir uns mal was an. Hier bei dem Nachbarbaum. Mal gucken, ob das jetzt bei dem Licht so rauskommt. Der sieht so aus, als ob der so Wellen auf dem Holz hat. Ja, das sieht so ein bisschen, ja, wie so ein Buckelwal. So nenne ich die dann immer. So ein bisschen gewellt. Das sind Stauchungen, wahrscheinlich. Also ganz genau weiß das bis heute keiner. Im Fachjargon heißt das Wimmerwuchs. Das hört sich ein bisschen komisch an, als ob da jemand wimmert. Das ist auch Quatsch. Das sind Wellen. Diese Wellen sind wahrscheinlich durch Wind erzeugt. Also wenn hier ein großer Sturm auf den Wald drückt, dann staucht das Holz. Das tut dem Baum übrigens weh. Und diese Stauchungen führen dann dazu, dass der Baum merkt, okay, da sind Belastungen, die muss ich verstärken. Und dann bildet er eben diese Wellen aufgrund dieser Stauchung. Aber nochmal, man weiß das nicht so ganz genau. Was man übrigens weiß, ist, dass Bäume Schmerz empfinden können. Das ist eine tolle Forschung, auch von einem Professor Franziszek Baluska zum Beispiel oder Stefano Mancuso. Das ist eine Reihe internationaler Wissenschaftler, die das erforschen. Wie findet man sowas raus? Das findet man raus, indem man weiß, aha, der Baum reagiert auf den Schmerz, aber eben nicht reflexhaft. Wenn das ein reiner Reflex wäre, Reflexe tun nicht unbedingt weh. Der Atemreflex tut ja auch nicht weh. Nein, aber die produzieren in bestimmten Situationen schmerzunterdrückende Substanzen. Und das macht nur Sinn, wenn man Schmerz reflektieren kann. Ne? Machen wir Menschen ja auch. Wenn wir unter Stress stehen, nach einem Unfall zum Beispiel, spürt man den Schmerz manchmal nicht direkt. Das sind unsere körpereigenen Opiate und wie die Stoffe alle heißen, die das unterdrücken, damit wir entscheidungsfähig bleiben, damit unser Bewusstsein frei wird. Und Bäume nutzen exakt dasselbe. Jetzt weiß man natürlich nicht, haben die so ein Bewusstsein wie wir? Und das ist ein ganz, ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, weil dann viele Förster auch sagen, na, jetzt ist aber gut, da kann man ja keine Bäume mehr absägen. Ne? Und naja, gut, okay. Wenn man weiß, dass bis Anfang der 70er Jahre menschliche Säuglinge ohne Betäubung operiert worden sind, menschliche Säuglinge ohne Betäubung, weil man gesagt hat, ah, die spüren doch keinen Schmerz, und papplapapp, da kann man doch so aufschneiden und am Herzen rumschnippeln. Ja, das hat man gemacht. Also es gibt mit Sicherheit viele traumatisierte Menschen. Heute stehen wir an einem Punkt, wo man sagt, ja, wahrscheinlich können Pflanzen das in dem Punkt das Gleiche wie Tiere, aber sie haben halt kein Hirn an einer Stelle. Das ist irgendwie doof, ne? Sondern die haben das Hirn an Millionen von Stellen im Boden verteilt, überall an den Wurzelspitzen. Und das ist aber so ein bisschen was wie eine Computercloud, ne? Die kann ja auch an verschiedenen Stellen funktionieren. Und es gibt auch super intelligente Tiere, die das so machen, nämlich Kraken. Und man weiß, sie sind so intelligent wie Menschenaffen und haben Teil ihres Gehirns in den Armen. Das macht nicht doof, wenn man das Gehirn verteilt. Und bei Bäumen ist es halt sehr verteilt. Man kann es auch nicht Gehirn nennen. Ja, der Begriff ist für Tiere reserviert. Also ihr merkt schon, das ist so ein ganz, ganz neues und ungewohntes Feld. Das heißt auch nicht, dass man Bäume nicht nutzen darf, aber man sollte einfach vorsichtig damit umgehen. Das macht ihr aber nicht, wenn ihr in den Wald geht. Also da macht ihr nichts kaputt, würde ich sagen. Ihr braucht da nicht zu vorsichtig zu sein.
In Deutschland und gerade zu Corona-Zeiten, das ist ja die positive Nachricht, ist seit Jahrzehnten schon ein freies Waldbetretungsrecht. Das heißt, ihr dürft zu jeder Tages- und Nachtzeit durch den Wald marschieren. Und ihr stört dann nicht so wie 70-Tonnen-Maschinen. Ganz bestimmt nicht, die alle 20 Meter durchfahren. Da wird ja oft gesagt, nein, das soll man nicht machen und bleibt draußen. Ja, bestimmte Menschen mögen das nicht, wenn man in ihr Revier geht. Grundsätzlich darf man das und es ist ein schönes Ventil, in unser eigentliches Wohnzimmer rauszugehen. Wie gesagt, es ist auch nachts erlaubt. Wichtig, Krach machen. Also nicht jetzt, ihr müsst nicht auf Töpfe schlagen oder so, das ist vielleicht ein bisschen viel Krach, aber unterhaltet euch. Unterhaltet euch dabei, habt Spaß. Also wenn die Kinder mal lachen oder auch mal schreien wollen, völlig egal, dann wissen die Tiere, okay, das sind keine Jäger. Das ist ja das, was interessant ist. Wildtiere haben ja deswegen so Angst, weil sie denken, sie werden gleich erschossen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man in großen Nationalparks, in der Serengeti zum Beispiel, bis auf ein paar Meter an Tiere rankommt, die sonst überall weglaufen, weil die wissen, da passiert mir nichts. Übrigens auch der Grund, warum es in Berlin Wildschweine gibt, ne, oder in München Füchse und so weiter und so fort. Das sind wie Nationalparks, diese Städte, weil da wird nicht geschossen. Ne, und wenn ihr im Wald euch so verhaltet wie in der Stadt, ist das für die Tiere total cool. Also ganz tolle Tierbeobachtungen habe ich immer mit Schulklassen. So Hirsche oder Wildkatzen, die warten dann halt, bis die Kinder vorbei sind und dann kreuzen die schön den Waldweg. Also man muss sich ab und zu mal umdrehen, wenn man im Wald unterwegs ist. Nicht nur nach vorne gucken, wenn die Tiere oft warten, bis man vorbeigegangen ist. Ja, vorbeigegangen ist das Stichwort. Ich glaube, wir sind so langsam durch mit der Zeit. Ich gucke mal gerade aufs Ührchen. Jo, fast auf den Punkt genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz, damit ihr überhaupt wisst, wo ihr heute mit mir gewesen seid. Wir sind hier in der Eifel, in Weershofen. Wir haben hier eine Waldakademie, wo wir solche Sachen anbieten. Und wir haben gedacht, Mensch, also wenn ihr nicht rauskommen könnt zu uns, dann kommen wir gerne zu euch, gerne mit unserem schönen alten Buchenwald, der hier übrigens in großen Teilen schon geschützt ist, durch ein tolles Projekt. Also uns hat es viel Spaß gemacht. Ne? Ist ja auch hier mein Sohn dabei, der Leiter der Waldakademie, der mich hier gefilmt hat. Ich muss ja hier nur rumstehen und habe das Vergnügen, mich mit euch zu unterhalten. Wünsche euch noch viel Spaß und kann nur sagen, geht raus in den Wald, genießt es, solange ihr nichts anderes machen könnt. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, Herr Wohleben, für Ihre Zeit und Ihre unterhaltsame Tour durch den Wald. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Vielen Dank. Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat man gesehen. Ja, und unsere nächste Sendung gibt es dann um 18 Uhr. Bis dahin natürlich alle Informationen immer aktuell auf bild.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.